Le Monde des Fous, könnte man meinen, wenn man den stattlichen erzielten Verkaufspreis von über 40.000 Euro für einen Citroën 2 CV hört. Aber ganz so verrückt ist die Welt dann doch nicht. Denn nicht alle Auktionsergebnisse fielen so überzogen aus, wie ursprünglich erhofft. Vielmehr war die Messe Retromobil in diesem Jahr ein Spektrum der gesamten Oldtimer-Szene, die sich in drei Hallen zeigte. Mittlerweile nutzen viele Hersteller die Retromobil zur Präsentation ihrer Designkonzepte und spannen den Bogen zu den Neufahrzeugen. Bei Renault waren mehrere weiße Alpine-Modelle aus verschiedensten Generationen zu bewundern. Beginnend bei der Alpine A106 bis hin zum neuesten Alpine-Modell. Besondere Aufmerksamkeit brachte das Renault-Design-Konzept, das am Stand die Evolutionsstufen der Marke abrundete. Über den Stand verteilt waren mehrere Modelle aus der Historie von Renault zu sehen. Beginnend bei dem Renault 5 aus der Jahrhundertwende, über den Renault 45 Tourer und einige Designstudien aus den 80er und 90er Jahren. Auf rund 1200 Quadratmetern präsentierte sich die Marke Citroën mit ihren angeschlossenen Clubs. Ein Highlight am Stand war der Citroën Scarabée d'Or, das erste Kettenfahrzeug, mit dem 1925 erstmals die Sahara durchquert wurde. Als Gemeinschaftsprojekt wird dieses Gefährt nun wieder zum Leben erweckt. Our project is to reconstruct this car and to have students making this the copy of this car. And the new car will be ready on January 2019 for the centenary of Citroën. And this project is conducted by our association, Des Voitures et des Hommes. This project gathers a technical high school located near Paris, and also gathered an engineering school, which is the Arts et Métiers, and each school has a specific target. The engineering school has to reconstruct the Alstrak system, and the technical high school has to reconstruct the rest of the car. Bei den Citroën-Nutzfahrzeugen waren der sehr frühe TUB und der Citroën H ausgestellt. Porsche feierte 40 Jahre Porsche 928 und zeigte unter anderem den Porsche 928-4, auch als 942 bekannt. Einen viersitzigen Shooting Brake, der als Prototyp für Ferry Porsche gebaut wurde. Der Radstand wurde um 25 cm verlängert. Ein weiterer Porsche zog die Aufmerksamkeit auf sich. Der Porsche 928 mit dem Philippe Delaporte rund 30.500 km rund um die Welt reiste. Mercedes-Benz hatte eine Auswahl an Museumsstücken aus Stuttgart mitgebracht. Jaguar stellte an ihrem Stand den wiederproduzierten Jaguar XKSS aus. Fiat hatte einige echte Raritäten am Stand. Neben dem Abarth-Rekordwagen mit Pininfarina-Karosserie und einem Abarth-Prototyp für den Alfa Romeo Sagato stand auch ein Lancia Loremo, gezeichnet von Raymond Levy. Ein Highlight bei den Sonderausstellungen war die Händlershow der Aston Martins. Rund 20 Modelle aus der Fabrik von David Brown wurden gezeigt, darunter auch erstmals der Aston Martin DB5 aus dem James-Bond-Film Goldfinger, der das Highlight der Sonderschau bildete. Dieses für den Film gebaute Fahrzeug hatte etliche Sonderfunktionen, wie zum Beispiel die ausfahrbare schusssichere Stahlplatte am Heck, die ausfahrbaren Radnaben, das Maschinengewehr hinter dem Rückscheinwerfer oder an der Front. Die Besucher liebten es, sich vor dem berühmten Aston Martin zu fotografieren. Doch auch die anderen Exponate waren durchaus interessant. Darunter der Bristol Arnold Aston Martin, der Aston Martin DBR1 oder auch der Aston Martin DB4. Unter anderem war auch ein Volvo P1800 mit Aston Martin Motor zu sehen. Dies sind die Fahrzeuge, die die Retromobil so sehenswert machen.
rennsportbegeisterte Besucher kam bei der Ausstellung von Rennfahrzeugen der Gruppe B auf ihre Kosten. Dort waren neben weiteren Rallye-Sportboliden der Audi Urquattro, Lancia 037, Ford RS 200 oder auch der Austin Metro 6R4 zu bestaunen. Die Retromobil steht aber auch für ihre Clubpräsenz und gerade diese bringen jedes Jahr immer wieder ganz besondere Highlights zur Messe. In diesem Jahr waren es zum Beispiel Exemplare der französischen Automobilmarke Bignon, die von 1918 bis 1931 existierte. Bignon baute vor allem sportliche Fahrzeuge. Das Logo zeigt einen fliegenden Kranich. Am Stand des französischen Oldtimerverbands waren ein Bignon Typ AL3, ein Typ 132C und ein Typ 15.000 Limousine zu sehen. Der TÜV Club zeigte auf ihrem Stand Fahrzeuge aus der Anfangszeit des Automobils. Darunter mehrere Bayard, wie ein Clément AC40 von 1905, ein AC2 VB15 und ein AC4R von 1904. Mit dabei war auch ein sehr früher Renault Typ C Kurs von 1900. Im Atrium der Halle 1 zeigte das National Motor Museum aus Großbritannien ebenfalls Fahrzeuge aus der frühen Ära der britischen Automobilmarke GM. Darunter der GM Thunderbug Special mit einem 4,3 Liter 2-Zylinder V-Motor und der GM Grand Prix mit einem Jupp 5,1 Liter V8 Flugzeugmotor. Einen unglaublich großen Raum nahmen diesem Jahr die Künstler und Kunstwerke rund um das Automobil ein. Gemälde aller Art, Skulpturen, Grafiken, was das Herz begehrt.